Drücke R, um die Waffe bereit zu machen? Mäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Was? Hi. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber den ersten haben wir schon mal erledigt, ne? Mal gucken. Keine Ahnung. Nehmen wir erstmal mit. Feldstiefel würde ich was verlieren. Sturmpanzer würde ich auch verlieren. Nehmen wir also nicht mit. Sollen wir den Besen mitnehmen? Vielleicht können wir irgendwo sauber machen. Aber ich glaube, so wirklich bringt uns das nicht was, ne? Durchsuchen. Ah, Moment, Moment. Das nicht, aber die Handschuhe, die können wir mitnehmen. Komm, hier entlang. Ja, 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 Moment. Den nehmen wir auch mal mit. Handschuhe plus 6. Ja, aber ich glaube, das müssten dann die gleichen sein, die ich schon habe, oder? Kleidung. Wo sind die Handschuhe? Da sind die Handschuhe. Genau, das sind dann... Okay. Jetzt muss ich durch die Handschuhe zaubern. Soll ich dich mal anzaubern? Bringt einen das eigentlich irgendwas? Gewicht, Wert? Hm. Kann ich die verkaufen? Sind die irgendwie was wert, oder? Hallo. Wo seid ihr, Gegner? Da waren Gegner. Die sind jetzt weg. Und nun? Verdammt. Dieser Drache ist aber hartnäckig. Vielleicht gibt es dort unten einen Ausgang. Vielleicht gibt es dort unten einen Ausgang. Vielleicht gibt es dort unten einen Ausgang. Wo ist denn dort unten? Ach so. Guten Tag. Wie, meine Ausdauer ist niedrig? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wo ist der andere? Der macht gerade Yoga-Übungen. Okay. Mach du mal weiter Yoga-Übungen. Ich guck mal in der Zeit nach, was du so hast. Hallo? Hallo? Ich würde gerne sein... Sie ist von den Toten auferstanden. Geh weg von mir. Geh weg. Ich wollte dich doch nur durchsuchen. Was war denn das gerade? Also ich meine, ich kenne ja die ganzen... Oh, den nehmen wir mal mit. Ich kenne ja die ganzen Bugs bei Teso, aber das war jetzt gerade irgendwie seltsam. Nehmen wir mal alles mit, keine Ahnung. So. Dich werde ich nicht mehr durchsuchen, weil du irgendwie sehr seltsam drauf warst. So, Salz nehmen wir mal mit. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Oder ob ich damit was machen kann. Ne, großer Sack, da ist nichts drin. Was bist du denn? Zaubertrank der kleinen Heilung. Salz. Holzschale. Holzschale habe ich noch nicht. Ich nehme mal eine mit. Vielleicht muss ich ja mal irgendwas mischen oder so. Und fertig. Hier entlang. Ja, du stehst da ja nur dumm rum. Du kannst ja auch mal was einpacken. Ne? Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Hört ihr das? Ich kann nicht aufpassen. Ich weiß gar nicht, wer von euch jetzt der Böse ist. So. Kriegshammer. Den nehmen wir auch nochmal mit. Die brauchen wir alle nicht. Ja, bitte, bitte, gern geschehen. Ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Okay, ich brauche Dietriche. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Kann ich auch. Lass das sein. Warum? So, das Eisenschild nehmen wir auch mal. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben selten... Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Das Buch vom Drachenblut. Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier... Dietriche! Ja!
Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen. Der ist tot. Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Ja, ist nicht schlimm. Maus und W, okay. Also richtige Schlösser kann ich knacken, aber mit T so weiß ich nicht, ob das geht. Ich begleite euch. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts. Kein Thema, mache ich gerne. So. Kapuze. Steigert Magika. Ja, die nehmen wir trotzdem mal mit. Magika generiert sich schneller. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich dich nackig gemacht. Tut mir leid. Da sind nur ein paar tote Knochen, wollte ich gerade sagen. Ein paar Knochen drin. Kommst du auch mal mit, Junge, oder willst du jetzt hier einen Kaffeeklatsch halten? Da ist alles nur Stroh drin. Ich muss ja meine Dietriche sparen hier. Junge, beweg mal deinen Hintern. Sonst mache ich dir Feuer unterm Hintern, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Schäbige Robe. Nee, die wollen wir nicht. Hier noch irgendwas? Na los, beeilt euch. Oh, Entschuldigung. Mann, woher soll ich denn wissen, wer Freund und wer Feind ist? Der wird ja hier gar nicht markiert. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja, dann lauf. Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Oh, ist der lahmarschig, ey. Das ist noch mehr. Wo ist der? Oh, ich hasse diese Perspektive, ehrlich. Ich kenne keine Gnade. So, Arschloch. Da war doch noch ein Bogenschütze, ne? Genau. Ich muss auch mal eben durchsuchen. Moment. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der mich jetzt so trifft. Komm her! Sehen wir mal, ob wir einen Weg hier herausfinden können. Entweder geht es dem schlecht oder der hat irgendwelche perversen Neigungen. Ich durchsuche den mal von hinten. Langbogen, den nehmen wir auch mal mit. Eisen zwei Hände habe ich ja, glaube ich, schon, ne? Ja, 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 ja. Bloß keine Panik, bitte, ja? Ich muss von jedem die Pfeile mitnehmen. Die Bogen werden wahrscheinlich gleich sein, gehe ich mal von aus. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ja, dann geh auch, Junge. Och, mein Gott. Komm, ich mache schon mal einen Weg frei in der Zeit. Hallo? Ist da jemand? Oh. Ich glaube, der Drache ist da. Geh schon mal vor. Hallo? Was machst denn du da oben? Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Können wir jetzt endlich mal? Mein Gott, der Herr hier. Faul wie sonst was, ehrlich. Letztes Pack, was ich mir hier mitgeschleppt habe. Geh mal aus dem Weg hier. Ich muss mal gucken, was hier so liegt. Ach, das ist ein Geldbeutel. Den kriegst du nicht. Den nehme ich schon. Doch. Der führt zu ganz vielen Spinnen. Können wir noch mal umdrehen, bitte? Ich geh schon mal vor. Wohin? Ich weiß nicht, ob es nun schlimmer oder besser wird. Das weiß ich auch nicht. Sollen wir lieber nicht den Weg erstmal probieren? Können wir uns ducken oder so vielleicht? Scheiße. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Spinnen mag? Geh schon mal vor. Mach das mal alleine. Oder kann der sterben? Ich weiß es nicht. Komm, dreh dich um. Die greifen dich an. Du schaffst das, Junge. Du machst es richtig gut. Ja. Hier ist niemand. Nein, außer den Spinnen. Aber die kannst du alleine erledigen. Oh, oder vielleicht auch nicht.
Wow, die war groß. Die ist groß. Meine Magika ist niedrig. Das ist schlecht. Was kommt denn jetzt noch? Riesenschlangen? Nee, die Riesenspinnen reichen mir, ehrlich gesagt. Kann man da irgendwas machen? Oh, okay. Ihr seht aber nicht besonders lustig aus. Aber wenn ihr Gifte dabei habt, wofür auch immer das gut ist, dann nehme ich das mal mit. Hallo, Junge, wo bist du? Hallo, es beeilt euch. Können wir jetzt hier raus? Geh schon, los. Ksch. Geh. Schade. Hier kam doch noch was. Daran kann ich mich noch erinnern. An diesen Gang hier. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit ihr nö. Möchte ich mich ach da, ja. Nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Okay. Ich schleiche mich da mal an der vorbei. Auch wenn ich nicht schleichen kann. Ganz sachte. Ja, sachte kann ich nicht. Ich kann nur laufen, komischerweise. Ich kann nicht... Kommst du? Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ja, kann ich ja nicht. Ach, jetzt auf einmal schleicht das die damit. Eben macht die das die ganze Zeit nicht. Ja, toll. Geh mal weg da. Freiheit! Wartet! Auf wen? Oder wer? Oder... Vor wen versteckst du dich? Was ist los? Oh, ich kann den... Ernsthaft? Diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Wer denn? Am nächsten liegt Flusswein. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Du brennst. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel okay. Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, das glaube ich auch. Und jetzt... Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie hier den Weg runtergelaufen bin. Hatte ich nicht auch eine Karte? Auf der Weltkarte besitzt Orte... Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole. Ach so, man sollte den Satz auch zu Ende lesen. Von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ich soll mit dem sprechen. Aktueller Standort. Okay. Also keine Ahnung, ob das jetzt die Sicht ist. Helgen, Falkenring, Weißlauf. Also ich muss so schräg geradeaus rechts. Ich komme mal mit dir mit. Ich weiß nämlich, dass hier irgendwo Wölfe sind. Hör zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Ja. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Okay. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Okay, ja, kein Thema. Ich bin ja auch kaiserlich. So, aber wo bin ich jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Moment, keine Ahnung, kann man hier nicht so wirklich drauf sehen. Seht ihr die Ruine dort oben? Nö. Das Ödsturz-Hügelgrab. Doch. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauge, sieht so ein bisschen aus wie der Gipfel der Ausgestoßenen. Durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Warum guckst du mich jetzt so doof an? Es wird mir besser gehen, wenn wir erst in Flusswald in Deckung sind. Natürlich. Ich weiß. Heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Nee. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Genau, warum soll ich ihm helfen? Ich kann euch nicht verdenken, dass euch das wütend macht. Mir ging es an eurer Stelle genauso. Aber das war nur ein Versehen. Ihr ein Versehen? Ihr hättet im Wagen mit diesen Sturmmantelverrätern sein sollen. Das stimmt. Und die kaiserliche Armee braucht eure Hilfe. Besonders jetzt, da der Drache irgendwo da draußen und Ulfric wieder auf freiem Fuß ist.
Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Das hoffe ich. Die Armee ist im Moment die einzige Hoffnung für Himmelsrand. Na kommt, wir machen uns besser auf den Weg. Ich wollte aber noch andere Sachen fragen. Wer waren denn die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ach, das waren die Offiziere, okay. Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Okay. Wer sind die Sturmmäntel denn? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Nein! Nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Wie habt ihr Ulfric gefangen? Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen, aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen. Aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Ich dachte, die Dreien... ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Wie trete ich der kaiserlichen Armee bei? Das kann man gar nicht lesen mit dem Schwert hier. Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Warum sollte ich? Nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet. Was hat das mit der kaiserlichen Armee zu tun? Seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Hallo? Was hat das mit der kaiserlichen Armee zu tun? Ich will immer noch wissen, wie ich der beitreten kann. Das Hauptquartier von General Tullius befindet sich in Schloss Elend in der Stadt Einsamkeit nordwestlich von hier. Ihr solltet mit Legat Ricke sprechen. Sie kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für euch einlegen, wenn ich vor euch in Einsamkeit eintreffe. Bestimmt. Und warum ist die Anbetung von Talos verboten? Das Hauptquartier von General Tullius befindet sich in Schloss Elend in der Stadt Einsamkeit nordwestlich von hier. Ihr solltet mit Legat Ricke sprechen. Sie kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für euch einlegen. Junge, hast du irgendwie eine Endlosschleife oder sowas gepachtet? Ich will immer noch wissen, warum die angeboten werden. Sag mal. Ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für euch einlegen, wenn ich... Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfrics Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Wir bleiben besser in Bewegung. Mir ist, als wäre der Drache jetzt womöglich da oben und beobachtet uns. Ja, du gehst mir irgendwie auf die Nerven, Junge. Was ist denn da unten eigentlich? Die Wächtersteine entdeckt. Magierstein? Diebesstein? Kriegerstein. Lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller.
Dies sind... Lernt alle Kampffähigkeiten 20% schneller. Ich denke mal, das wird wohl wichtiger sein. Ich habe Nahrungenschaft freigeschaltet. Ja! Ein Krieger. Gut. In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf den Wagen gehörtet. Ich habe auch Disteln gefunden. Ich bin auch ein Kräuterkenner. Ich wusste gar nicht, dass man die nehmen kann. Aber ich nehme sie mal mit. Komm, lass uns weiterziehen. Ich habe deinen Namen vergessen. Mit Namen habe ich es komischerweise nicht so. Aber das Wasser sieht jetzt mal über dem PC richtig, richtig gut aus. Also das, die ganze Umgebung, die sah so grotte aus auf der PlayStation. Ich muss nur mal eben ein paar Heilkräuter holen. Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient? Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Kann ich nicht versprechen. Ich habe so ein Händchen dafür. Aber ich glaube, der ist auch auf dem Weg da zur Stadt. Ich folge dem einfach mal. Und sammle unterwegs mal alles, was ich so an Kräuter finde. Okay, fahren möchte sie offensichtlich nicht haben. Bergblumen. Ich wusste, da war was mit Wölfen. Die sind doch schon tot. Junge, was willst du? Wolfspelz. Keine Ahnung, ob ich Wolfspelz brauche, aber ich sammle es einfach mal ein. Ich sammle mal alles ein. Also wie bei Teso genauso. Für irgendwas ist das bestimmt immer mal gut. Mein Schwert ist irgendwie ziemlich blutig. Kann ich das mal irgendwo waschen? Das sieht so komisch aus. Ja, ich weiß, ihr würdet jetzt sagen, es sieht kriegerisch aus. Nicht komisch. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswand. Das ist schön. Was ist Flusswald? Ist das unser Ziel? Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen bin. Weil als ich das auf der PlayStation gespielt habe, bin ich dem irgendwie nicht hinterhergelaufen.